Ungeheuer guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einer Runde Quicksilver Games. Ja, ihr habt richtig gehört, heute gibt es mal keine Ungeschlagen, denn Ungeschlagen wird es erst wieder nach der Gamescom geben, denn ich bin ja kurz vor meiner 100. Folge, da gibt es ein dickes Special. Folge 99 wird nochmal eine Umfrage für Folge 100, denn in Folge 100 gibt es über eine Stunde die... Oh Gott, da hat jemand schon Dia-Chat oder irgendwie sowas, wenn ich richtig hinguckt. Da bin ich erschrocken. Das ist die Map aus Call of Duty Ghost, ne? Ja? Echt? Ja. Da ist er, ne? Strike Zone heißt sie. Ich will einen Goldapfel reinziehen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen lauter reden, weil letztes Mal. Ja, man hört euch. Ja. Man hört euch eh nicht so gut. Warte mal, ich sag sofort was. Also mit dabei sind, wie ihr schön seht, Pixelwolf und der liebe Nilo. Hallo. Und ich wollte euch einfach nur in dieser Runde ein bisschen was über die Gamescom erzählen, denn ich nehme diese Runde sehr, sehr aktuell auf. Nämlich, es ist gerade 22.52 Uhr. Wir haben jetzt gerade frisch nach der Gamescom. Wir waren stundenlang Autogramme geben und. Alles, hallo, da ist Alex Lee. Und das war echt ein super anstrengender, war super cooler Tag. Es wird auf ungefilmt auf jeden Fall ein ziemlich umfangreiches Video dazu kommen. Es wird auf jeden Fall auf ungefilmt ein ziemlich umfangreiches Video dazu kommen. Ich wollte einfach noch ein bisschen über die Gamescom erzählen und mit euch darüber reden. Wenn ihr ein bisschen näher kommt, können wir gemeinsam über unsere ersten Eindrücke vom ersten Tag erzählen. Wie findet ihr so... Oh, der hat sich ausgelockt. Team, super. Nee, ist echt ein Dreierteam? Ist ein Dreierteam oder was? Echt? Nee, die beiden Team mit dem anderen. Ich hole mir erstmal einen Goldapfel. Ich hole einen Goldapfel und dann haust du die. Und da ist der erste Down. Die beiden waren ja auf der Rocket-Bühne und der Action-Match-Bühne. Ja, also, wenn ich mal anfange... Ach, die haben auch diesen Team? Ja. Ja, pass auf, ihr Kleinen. Du hast ein Dreier-Team gleich zerlegt. Nee, es waren nur zwei. Oder trotzdem, drei Leute hast du auf jeden Fall zerlegt. Ja, der hat nicht mal eine Waffe. Egal. Auf jeden Fall war ich das erste Mal jetzt auf der Gamescom, ja. Und für mich war es auch auf jeden Fall was Neues. Ich war auch auf der Rocket-Bühne. Es war richtig, richtig cool. Und ich habe auch viele von euch getroffen, viele Fans. Und ja, viele Autogramme auch gegeben, Fotos. War richtig, richtig cool. Also der erste Eindruck, mega, mega geil. Komm einfach ein bisschen näher, weil die Stimmung war auf jeden Fall. Wir haben vieles angeschaut, auch vom Blizzard-Stand her war es kurz. Und ja, es war auf jeden Fall richtig, richtig geil. Und das erste Mal auf der Gamescom, erster Tag, auf jeden Fall, nice. Die letzten Mal, ne? Ja, ich war auch das erste Mal auf der Gamescom dieses Mal. Ich kann heute sogar mit und bei Simon spielen. Ja, genau, Justin und Nilo war nach der sowieso eine Woche hier. Justin auch heute. Und was ich jetzt noch sagen wollte ist, es wird jetzt halt nur eine kleine Runde geben, weil ich halt nicht geschafft habe, für heute vorzubuchen. Es gab Aura von heute, relativ früh schon, um 14.30 Uhr. Aber ungeschlagen würde ich es nie im Leben schaffen, weil ungeschlagen, dass ihr wisst, dass manchmal ein bisschen eine Challenge finden, dann eine coole Runde und so weiter. Deswegen bitte entschuldigt, dass es heute halt eine Runde Quicksilver gibt. Ich hoffe, die gefällt euch auch. Einfach mal eine kleine chillige Runde so, lief auch bis jetzt ganz geil. Ich esse mir direkt mal den Apfel und gönn mir. Ich wollte nur sagen, dass der erste Tag von der Gamescom einfach ultra richtig, also wirklich richtig, richtig geil war. Ach, so, wir haben einen Gegner nur. Ja. Okay, wir machen einen dicken Bogenfight. Er macht mit. Geil. Freu ich mich. Gleiche Rüstung. Ja, freue ich mich drauf. Es wird ein Bogenfight, Leute. Ja, dann kann ich, Justin, erzähl du noch einmal ein bisschen näher und erzähl du noch ein bisschen was von deinem ersten Eindruck, wie du die Gamescom so erlebt hast. Also die Gamescom war erstmal auf jeden Fall richtig cool. Also ich hatte viel besser, als ich mir eigentlich sogar noch vorgestellt hatte. Wir haben auch einige Leute getroffen. Wir haben heute echt schon viele Leute gesehen und morgen wird... kann jeder auf die Gamescom, nicht nur die Fachbesucher. Genau. Da wird eine riesige Anstrengung wahrscheinlich sein, aber es macht trotzdem Spaß. Und ja. Voll GG. Ich habe auf jeden Fall viele neue Leute kennengelernt, viele süße neue Leute und ja, war auf jeden Fall richtig, richtig geil. Ja. Nee, war auf jeden Fall geil und ich muss sagen, es war, obwohl es heute so, obwohl es heute schon nur Pressetag war, war es ultra voll. Wir haben, wie gesagt, über 4 Stunden standen wir da, Autogramme gegeben, Fotos gemacht. Wir waren auf der Bühne, wir haben auf der Bühne Minecraft gegen Minecraft gespielt. Also wir haben Syndicate Games gespielt, Zuschauer haben wir auf die Bühne geholt. Die haben da mit uns und gegen uns gezockt und so. Das war echt eine richtig coole Aktion so. Und ja, ich freue mich einfach auf morgen. Für morgen werde ich natürlich schon was vordrehen. Das heißt, morgen gibt es für euch eine längere Runde. Oder wenn ihr natürlich jetzt in die Kommentare schreibt, ey Leute, Simon, das ist eigentlich eine ganz coole Sache, wenn du quasi jetzt nach der Gamescom so Gamescom-aktuelle Videos machst. Wobei, das ist immer ein ungefilmt eigentlich, deswegen. Also für morgen gibt es auch wieder längere Videos, das ist nur eine kurze Folge Quick Survival Games, aber das ist ja auch deswegen Quick Survival, weil es halt schnell ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen, war echt eine coole Runde.
Und schaut auf jeden Fall heute Abend bei Ungefilmt rein. Also es dauert noch ein bisschen. Wenn, falls ihr früh ins Bett geht, dann schaut lieber nicht rein, weil ich brauche bestimmt bis 2 Uhr nachts, bis ich fertig bin. Aber ich beeile mich und ich schneide wie ein Wahnsinniger. Es war auf jeden Fall, wir haben so viel gefilmt, es war so cool. Also ich hoffe einfach, es hat euch gefallen. Das ist jetzt mal eine kleine Runde da, weil es war dafür letztens eine Runde mit über eine halbe Stunde. Deswegen gibt es den Ausgleich so ein bisschen. Danke Leute für euer Verständnis und wenn es euch gefallen hat, lasst eine Wertung da. Tschüss. Wir sehen uns dann morgen wieder bei Aura und bei einem entweder Survival Games, Ender Games, Quick Survival Games. Wie ihr Bock habt, vielleicht hänge ich auch mehrere Runden Quick Survival Games dran. Genau, oder auf der Gamescom, wenn ihr da seid. Und jetzt erstmal das hier schneiden, dann ungefilmt schneiden und dann für morgen was aufnehmen und dann ab in den Raupenmodus, Leute. Haut rein und ciao. Übrigens die Kanäle von Justin und von Nils sind natürlich in der Beschreibung verlinkt, falls ihr da vorbeischauen wollt. Schaut vorbei. Haut rein. Ciao. Tschüss.